kleiner Asi. Map Abauer, fühl dich bitte angesprochen, Alter. Du kleiner Schlingel. Nein! Freunde, können die nächste Folge bei Asi werden. Alter, was? Wo? Nö! Was? Oh, Freunde. Das hört sich so toll an. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Es geht weiter in den Wettbewerbs, heute in der fünften, zusammen immer noch mit Ares, Olef und Andres. Hallöchen, drei. Moinsen. Hallo. Halli. So, okay. Oh ja, ich sprung an, singen und denke die Einfahrt, Freunde. Schäm dich, Mapperbauer. Guter Mapperbauer. 5 Punkte, fertig. Ja, und dann kriegt man Bildschirm und dann ist es morgen vor einem, ja. Ja, denn für den meinen 10 Punkte. Instant. Anime Fans Rollen. Check. Oh, Quen. Es gibt Bonuspunkte. Ich gebe jetzt 6. Er kann froh sein, dass Rundefahrer keinen Abzug gibt, aber es ist nervig. Fitness! Ich sag mal, das mit dem Rumgefahren kannst du ja deine persönliche Meinung einfließen lassen. Dafür hast du aber die ja. Ich hab ja nichts gesagt dazu. Oh, ja, nein, in den Regeln ist es nicht verboten. Ich bin immer passiert, dass ich einen Streif habe, aber ich immer weiß dabei ist. Das Gute ist, du hast ja extra explizit Beispiele gegeben, was du meinst mit natürlichem Element. Also nicht, dass einer sagt, ja, da ist aber ein Stück Straße dabei. Aber ich glaube, Freunde, ab hier geht's richtig los. Und alle haben die Oldschool Sun einfach genommen. Fällt mir um. Und nein, liebe Submarine, natürlich gilt die Straße nicht als natürliches Element. Wäre schön. Es wäre ein bisschen zu easy. Es waren explizite Beispiele. Ich glaube, man muss das Shopschild nehmen, Freunde. Man muss das Shopschild nehmen. Ja, muss man. Wow! Das ist nicht so gegen den Freunde. Ager. Nein, Karma. Ja, verdient. Schicken kann man hier auch. Ey! Ich hab verkackt. Karma, weil du cheaten wolltest? Nee, ich wollte nicht cheaten. Ich bin einfach das Ding weitergefahren, obwohl auch. Oder muss man da bremsen und drauf landen? Weil es ist ein Pfeil da, der nach unten zeigt. Nein, ich habe das Schild mal halt genommen. Aber ich habe hier. Am Flughafen gibt es überhaupt natürlich. Bin mal gespannt, wo hier was natürlich angebaut hat, Freunde. Am Flughafen gefällt mir nicht so ein neuer. Natürlich, wenn man neuer fährt. Vielleicht hat er was Neues gefunden. Wir werden es sehen. Ich lasse mich da überraschen. Oh, ich würde das komplett fühlen, ne? Ernsthaft. Ich würde das feiern. Ey, jetzt bin ich. Na, weil so die Sachen wie den Tunnel und am Casino lang als natürliches Element, das kennt ja jeder. Ja. Also ich finde das super verwirrend, dass ich vom Wallride oben, da ist ein Pfeil. Ich weiß aber nicht, ob das so gewollt ist, weil der Wallride geht ja weiter da. Nein, ich komme nicht hoch. Warte, du musst die Emscher da langfahren, oder? Ja. Ja, das, weiß ja, ich nicht. Ja, du musst dich wahrscheinlich hinten drehen, weil dann fährst du zurück, Ares, dem Wallride unten ist und dann kommst du zum Punkt. Ich habe gerade reingestürzt, weil, Freunde, das wäre kein Abzug gewesen. Klein Pinguin, haus mir ruhig in den Chat, was es da gibt. Wie gesagt, Chef liest ja nicht. Das ist so ein Moment, von das heißt, Chef liest ja nicht, du willst genau in dem Moment lesen, weil du so neugierig bist. Mhm. Gut, dass du den aushast, den Chat. Ja. Du könntest das Stoppschild im unteren Bereich anfahren, damit das Auto nicht so baust. Ah, okay, probieren wir das mal, Freunde. Ah, muss eh in den Fall springen, okay. Gegen den Fall, okay. Achso, so, ja, nee, aber auf dem Rückweg, ne? Also. Ne, auf dem Hinweg. Willst du mich verarschen? Aber es fährt falsch. Ja, ich raff die Map nicht. Okay, ja, stimmt, Lion Penguin, das ist eine gute Idee. Also muss man am Anfang eiskalt gegen den Pfeil gegen. Den Punkt einsammeln und that's it oder was? Ganz genau. Okay. Lol. Ich dachte, man muss weiterfahren. Aha. Okay, ernsthaft? Anime versteht die Map nicht. Keiner versteht die Map. Ja gut, das ist kein Kriterium. Das steht nicht in den Regeln, dass Anime-Fan die verstehen. Oh, zu weit unten. Fuck. Jo, auf jeden Fall kann man bei dem Map aber auch festhalten, er hat sehr farbenfroh gebaut. Ja. Der war
war sexy, glaube ich. Digga. Guten Appetit, Anders. Lass das ist komisch, das hat nicht schmecken. Muss man echt gegen den Pfeil fahren? Geht ja. Dann noch weiter? Ja, du fährst ja auch noch mal auf. Du fährst, sammelst den Punkt ein und fährst dann hier auf und fährst dann den Endlich. Ja, ich dachte, man muss sich irgendwo drehen und dann wieder hinfahren. Das wäre ja sinnvoller normalerweise. Ja, eigentlich schon, aber ja gut. Ja, komm, okay, dann fahren wir den Pfeil, Freunde. Auch wenn ich es ein bisschen seltsam finde. Es ist ein Pfeil da, ne? Also. Es ist ein Pfeil da, ja, definitiv, aber ja, gut. Nein, ich hab die Kamera verloren. Moment, also, die Scheiße hat mich super verwirrt, weil diese Pfeile werden super gerne auch als Obstacles verwendet. Ja, ja. Ja, ich war mir, als ich das jetzt das erste Mal gesehen habe, auch nicht sicher. Okay. Ich kam nicht in den Wendler rein, das war auch gut. Du bist nicht in den Wendler reinkommen, der wird auch schon rein. Seine, wie heißt sie? Keine Ahnung. Laura. Lara, bla bla, nee, Anal, bla. Ich weiß es nicht. Anna. Anal! Anna mag Anal? Was? Anal, egal. Das weiß ich nicht, ob Anna das Anal mag. Es interessiert mich aber auch echt. Oh, wow, wow, wow! Guck mal, gleich unten dran. Junge, ich, diese Stoppschilder sind da. Alter Schwede, okay. Da kommen wir aber. Oh, fuck. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Natural zählt, weil. Das sind Obstacles mit einem Natural-Ding, aber eigentlich hat man nicht drauf. Mann, das zählt nicht. Da war ich eben auch schon, aber das zählt nicht. Definitiv nicht. Was? Du bist auf dem Olive-Niveau? Außerdem, die Stelle ist sehr böse. Ist sie. Nein, überdreht. Plus eins. Wir werden das gleich noch sehen, wir anderen. Ja. Oh, ich finde es sehr schockierend, ne? Das Hünschen noch bei mir. Jetzt hat er nicht verstanden, dass man gegen den Pfeil fahren muss, oder? Oder ist er schon wieder da? Oder er will echt weiter fahren, zurückfahren. Oder war er niemals weg? Dö, 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 dö. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Kann ich auch nicht zu. Schon wieder Ey, Junge, ich verstehe Schopfler beim Springen. Alter, das ist... Alter, ey, ganz ehrlich, ne, die Obstacles. Böse? Mahlzeit. Die sind ganz böse. Der ist ganz oben fahren, Arus. Okay, danke. Ach, okay, ja klar. Dieses komische automatische Ding da. Dieses Natural kennt man eigentlich. Bin mal gespannt. Nein, nicht überdrehen, nicht überdrehen, nicht überdrehen! Okay, ja, easy, Alter, wenn man. Ey, Junge, so leck mich doch am Arsch. Ich diese Stoppstellen so Schweins gebaut. Muss man echt leichter als Vögeln, Mann. So. Leichter als Vögeln? Ja. Ficken ist nicht so schwer. Kriegst selbst du hin. Nachkammer oder was? Okay. Scheiße. Oha! Ach, Andres. Andres. Seid ihr noch da? Jo. Ich glaube, Andres ist weg. Ja, Oh, Schreifoll ist bei mir. Schreifoll! Oh, wow. Alter. Ich hab einen Stempel gerade gehabt. Alter, finde ich. Geil. Ja, komplettes System hat sich gerade kurz einmal aufgehangen. Das heißt, das System neu startet. Ja. Ich hab schon Erfahrung. True. Okay, direkt mal gucken, ob man schieben kann. Mich weiter in den Laufenden, ne? Wow. Lecken. Die MC Stadt, Freunde, die ist gut verwöhnt worden. Was? Ich mach's jetzt, wie Witness gesagt hat, denk an MCs Brüste, dann hilft das, Freunde. Okay, cheat sich ist es schon mal nicht. Wow. Oh! Alter. Oh, was ist das für ein Wendler? Wow, teilweise zugebaut, leck mich. Wow. Alter, mach auf, ihr kommt an den Punkt. Oh wow. Yeah. Wow, nein. Saftig. Jetzt war ich auf die Nacken, Freunde. Ey, das ist ja echt böse. Das ist richtig böse, ja. Okay. Ja, aber hallo. Ja, oben rum haben wir gedacht. Aber anderes, was mir einfällt am Flughafen, gibt es was du natural nehmen kannst? Ja, den Kreisverkehr. Ja. Und da bin ich auch gerade.
Ja, ja, deswegen hatte ich Lion Pinguin eben gesagt, er soll mir das, was er glaubt, was es ist, in den Chat schreiben. Ah, und das war das, was er geschrieben hat. Okay, ja, aber ja. Ich sehe es mir auch nicht. Und man kann es übrigens auch cheaten. Ne, was für eine Überraschung. Ich hatte schon mal mit Go-Kart fast gecheatet. Nein, was mach ich denn da? Ich entschuldige mich trotzdem, dann kann nämlich niemand sagen, ich hätte mich nicht entschuldigt. Mhm. Dass sie das jetzt nicht gehört hat, das ist jetzt... Belastend? Sekundär. Unwichtig. Es gibt ja natürlich Leute, die wir hätten nicht verpetzt bei ihr. Da kann ich mitleben. Nennen wir sie mal Lion Pinguin. Ich kann da durchaus mitleben, dass mich Leute verpetzen. Ehrlich, nein. Ich stehe ja schließlich zu dem, was ich sage. Leck mich, was ist das denn? 2 Stunden Fehlschläge gesprungen. Ja, aber wenn du zuerst mal da bist, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Ja, mich auch. Aber second try. Ja, wenn man einmal weiß, was man da machen muss, dann geht es. Oh. Also das Stück, wo du gerade bist, Anime-Fan, das gefällt mir echt. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Ich hab noch nicht den Punkt, Alter. Aha. Das Böse war halt nur Endriss, dieser... Da ist er. Ja, der Sprung. Das Schwimmer fand ich auf Sickle-Fahrt. Okay, was haben wir für eins? Na, ist das scheiße. Nein, also, ich bin... Okay, ich wohne jetzt hier. Diesen Obstacle-Part hätte ich nie im Leben geschafft, deswegen weiß ich nicht, was jetzt. Alter, hi Olaf. Das war ein, wo ich keine Ahnung habe, was ich Sachen, Mann. Bis jetzt von wem die sein könnte. Was? Nee, das ist ein Maustier. Ich mein, rotverschmierter, vollgekotzter Babynator liebender Bakterien, verseuchter Schweinegesichtsmann, stinkst nach alten von dir selbst über deine verformten Hufe getragen, löchrigen Socken, die voll mit pinken Joghurtresten sind, die nur an deinem schwitzigen Körper und dir haften, weil deine riesige Dummheit eine eigene Gravitationswelle entwickelt hat, die alles Hässliche zu dir zieht, du Hurensohn. Das ist aber jetzt böse, das ist nur der Mapperbau, wen du beleidigt hast. Ja. Das reicht doch. Wir wissen doch nicht mal, wer es ist. Egal. Es wissen nur 2 Leute, um Alter. Der Mapperbau und Pizza Marcel können. Ist das die Assi-Nummer? Oh, ich sag dir nix, du sollst selber rausfinden, Mann. Ich hasse den Sprung allmählich hier. Du kleiner Asi. Mapperbauer, fühl dich bitte angesprochen, Alter. Du kleiner Schlingel. Nein! Freunde, genießt die Folge bei Asi, werden ihn noch. Alter! Was? Ansehen. Wo? Nö! Was? Oh, Freunde. Das hört sich so toll an. Oh mein Gott! Euch auch? Ha? Der baut den ganzen Wurleiche zweifarbig. Guckt euch das hier an, Freunde. Und an der Stelle auf einmal einfarbig? Warum dieses Stück einfarbig? Vielleicht ist mir später aufgefallen, dass da noch was fehlt. Oder er hat kein Bauteil mehr übrig gehabt. Aber wir haben ja, ist ja trotzdem mit dem Bauteil gebaut. Darkscreen, möchtest du auf einen Kaffee vorbeikommen, wenn du gerade so müde bist? Hm. Ich hätte noch welche. Schlitze? Nein, aber tatsächlich könnte ich dir was kochen. Geil. Okay. Würde ich tun, wenn du hier wärst. Also, Anime, Schau, war schön mit dir. Geil. Ich gehe jetzt essen. Bis du hier bist, sagst du mir 20 Minuten vorher Bescheid, dann ist das Essen pünktlich fertig. Hoffentlich lasse ich durch diesmal auch nicht so viel Zeit. Das ist nicht echt mal. So. Was kam jetzt hier? Ich hab mir das nämlich natürlich nicht gemerkt. Oh, scheiße. Ich höre immer Konnichiwa, Freunde, aber nicht wollen, wenn ich nicht antworte. Ja, ich habe gesagt, heute nicht aus. Endless macht wichtige Sachen, bringt er mir weiter. Das ist korrekt. Und auf jeden Fall alle gegrüßt. Neu hinzugekommene Zuschauer in Gruppen begrüßt werden. In Rudeln oder sonstigen Dingen. Oh, in Rudeln? Ich weiß ja nicht, was die in ihrer Freizeit so treiben. Rudelbumsen. Ihr habt's gedacht. Ich hab's nur. Nein. Ich würde es sogar machen. Sind wir wieder bei den solche Jokes, wenn ich hier so eine Scheiße machen muss. Ares, 2 Schwerter oder 4 Hügel? 4 Hügel. Beides? Dürfen auch 6 Hügel sein von mir aus. Ja, aber niemals 2 Schwerter. Nee. Von mir aus dürfen es auch 3 Schwerter sein. Nein, ich sehe das nicht so eng. Wenn sich die Schwerter kreuzen, ist nicht gut. Olaf, 2 Schwerter oder 4 Hügel? Das Hügel. Das geht. Ach, ihr seid. Ihr seid alle so prüde. Was für Brüder, Alter. Das ist eine One-Man-Show, Alter. Man kann auch mit einem Kerl Spaß haben. Ich teile aber nicht irgendwelche Mädels mit irgendwelchen Kerlen. Ist nicht. Also das kommt drauf an, welches Mädel. Herr Chris, du fährst aber auch, das darfst du nicht vergessen, auf einem sehr hohen Niveau. Du
Luca das? Der war gerade eben das vor mir. Der soll der, der andere Christoph weg. Dabei ist, denn nicht. Das nicht, oder? Ja, Chris ist Chris. Punkt. Hey, hallo? 2 und 3, check! Ich hab mal ein bisschen so Zeit und schreib Slap endlich in die Kommentare, danke. Nee, Gott nicht. Ah, der sitzt, der sitzt! Und da hat das. Eieieiei! Gut! Eieieiei! Peter steht schon richtig mager, ey. Wir fahren natürlich hier unten das reguläre Ding, Freunde. Ihr habt gesehen, man kann nicht den Cheaten, wenn man möchte, aber nee. Gut. Ist doch schön gebaut. Ladies and Gentlemen, bei mir einen kurzen Cut. Wir sehen uns ja gleich, wenn der liebe Anime-Fan da ist. Bis gleich. Okay, Freunde, ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, schaut bei der End vorbei. Schaut bei allen Links vorbei. Und natürlich, schaut weiter in unsere Kanäle. Ich so danke bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao. Tschüss.